Hallo ihr Lieben, hier ist Rizzo How To und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meinen Nudelsalat mache zu einem wunderschönen Barbecue. Wir haben noch die Spargelzeit, also gibt es bei mir im Spargelsalat einen schönen frischen grünen Spargel, getrocknete Tomaten, Oliven, frischen Basilikum und zum Schluss dann noch schön gehobelter Parmesan oben drüber. Also schaut zu. Also ihr Lieben, und zwar habe ich mir hier eine Pasta abgekocht, eine Pasta Castellane, hat sowas von einem Schneckenhäuschen halt, ne? Ich finde die cool, die sind ansprechend. Schön al dente abkochen, wichtig. Und dann als erstes schneidet ihr hier die Tomaten, die getrockneten Tomaten, schön in Streifen. Den frischen Knoblauch schält ihr euch daher und schneidet ihn in Scheiben. Ich habe wieder hier den frischen Knoblauch gewählt. Also, da ist noch kein Keimling vorhanden. Ja, je nach eurem Gusto. Ne? Nehmt ihr eine halbe Knoblauchzehe, nehmt ihr eine ganze, wie ihr möchtet. Na, ich nehme mal hier eine halbe, das sollte völlig ausreichen heute. Und genau, schneidet erstmal hier die ganzen Tomaten zurecht. In der Zwischenzeit setzt ihr euch hier eine Pfanne auf den Herd. Nehmt euch da einen Olivenöl daher und dann schwitzt man als erstes mal die getrockneten Tomaten und dann anschließend den Spargel halt mit drinnen an. Also hier den Knoblauch könnt ihr schon mit zugeben. Falls euch das brummende Geräusch so ein bisschen irritiert, das ist der Geschirrspüler, der läuft nebenher. So, also hier, Tomaten ein bisschen anschwitzen, klar. Dann nehmt ihr euch den Spargel daher. Die Enden habe ich schon abgeschnitten. Ich schneide den auch nur ganz grob hier runter. Spitzt das an, dann kommen noch ein paar kleingeschnittene Oliven mit dazu. So, jetzt geben wir hier den Spargel dazu. So, den braten wir ungefähr 5 Minuten an. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle dazu. So, hier etwas Salz. Dann ein bisschen Zitronensaft dazu hier. Ja, der Spargel, der muss auf jeden Fall einen richtig schönen Knack haben. So, jetzt eine kleine Prise Zucker zu. Zwei. Ein paar von den Oliven. So, Oliven noch mit rein. So, hier nochmal schön hochgeschwenkt. Kleinen Schluck Zitronenolivenöl.
Lasst es ein bisschen abkühlen, gebt es dann zu den Nudeln zu. Ein bisschen frisch gezupften Basilikum. Und wie gesagt, wenn er kurz vorm Anrichten ist, dann holt ihr noch Grana Padano drüber und dann habt ihr einen sensationellen mediterranen frischen Nudelsalat. So, jetzt geben wir hier Spargel, getrocknete Tomate, Oliven mit dazu. So, jetzt noch ein kleiner Tipp zum Basilikum, wenn ihr den erntet. Nicht bloß die Blätter einfach abziehen, sondern hier wirklich das Stängel runterschneiden. Dann haben nämlich die anderen Stängel noch mehr Kraft, um neue Blätter zu bringen. Und euer Basilikumstock hält länger. So, dann nochmal schön reinzupfen. Denkt dran, macht die ganze Nummer nicht ganz so salzig. Es kommt der Grana Padano dann noch drüber, der bringt noch die gewisse Würze mit. Also übertreibt es mit dem Salz in der Hinsicht da nicht. Gut, also hier ist er. Jetzt so ist Nudelsalat. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Hunger. Ciao.